So, dann fahren wir jetzt mal zu Masquerade. Der sollte jetzt offen haben. Wegen den Lucha Libre Masken, die fehlen uns noch. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob wir die bekommen. Das ist ein anderer roter Blister. Also wie ich es überhaupt nicht zum Pubquiz schaffe, wo ihr eigentlich hin wollt um 21 Uhr. So absolut gar nicht nämlich. Never drunter snacken. Masquerade. Hallo, ich habe eine Frage. Ja. Meine Kollegin hat schon mal nachgefragt, zwecks den Lucha Libre Masken für die heißen Fritten. Ja, habe ich noch keine Rückmeldung zu. Haben Sie noch keine Rückmeldung zu? Okay. Richtig. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage. Mhm. Wir hätten uns überlegt, vielleicht gibt es ja Interesse dran von Seiten Masquerade an einer Kooperation für, wie sagt man da, exklusive heißen Fritten-Chibis. Okay. Das würde ich mir so einmal vermerken und mit meinen Kollegen dann mal absprechen. Ja? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch sicher an Interesse stoßen würde und auch im Interesse, ja, ihres Gewerbes wäre. Ich nehme es auf und spreche das beim nächsten Mal an. Alles klar. Bin auch gerne telefonisch erreichbar, falls da Rückfragen gibt bezüglich dessen. Ja, ich kann die ja mit bei der Frage von Brianna vermerken. Genau. Wo habe ich sie? Ja. Okay, dann sagen Sie mal bitte. Also die Vorwahl? Ja. 834? Ja. 270. Alles klar. Gut, habe ich vermerkt. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank. Was habt ihr eigentlich gerade für Masken da? Ich frage es mal so, wenn ich gerade da bin. Ja, da hätten wir einmal hier vorne unsere Neckgator, Wüstenschals und unsere Smiley-Masken und in der hinteren Auslage dann unsere ganzen anderen Masken und T-Shirts. Andere Masken und T-Shirts? Ja, also wir haben verschiedene Tiermasken, wir haben geometrische Tiermasken, wir haben zwei verschiedene Skelettmasken. Mhm, mhm.
haben eine Einhornmaske, wir haben ein Zebra. Und halt unsere Statement-Shirts. Oho, was kosten so die Tiermasken? Das kommt ganz drauf an. Die liegen zwischen 230 und zwischen 225 und 250. Außer das Einhorn ist 300. 200. 300, das Einhorn. 300. Darf ich die mal ausprobieren, so eine Maske? Ja. Wenn sie alle aufsetzen, als Ausstellungsstücke. Oh. Miau. Ja, das. Ja, wir hätten dazu passend die Maus dann, falls man sich da jagen möchte gegenseitig. Aha. Ja, das sind eben diese geometrischen Tiermasken. Ah, verstehe. Ist das Pappmaché? Nein. Ah, nicht? Okay. Fühlt sich ein bisschen so an. Die Katze gibt es in 3 Ausführungen und dann hätten wir noch das Schwein und ein Ups. Also die geometrische Katze gibt es in 3 Ausführungen. Genau, in grau-weiß, in schwarz-weiß und in orange-weiß. Ah. Die normale Katze gibt es in grau und in getigert. Ah. Da habe ich plötzlich so einen Ohrwurm im Kopf. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Um was geht's denn? Das Mondlicht. Ah. Und Erinnerungen. Wissen Sie so? Memory, all alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. Kennst du das nicht? Ja, doch kenne ich. Doch, ja, ja, das kommt direkt so in den Kopf da. Ja, beide Seiten, aber vor allem auch Operation Black. Oh Gott. Was kostet die Zebra-Maske? 250. Ja, und das halt 300. Gott. Und da haben sie noch die Smiley-Masken, haben sie gesagt. Genau. Okay. Die gibt es in 8 verschiedenen Ausführungen. Also für jede Stimmung was dabei. Eigentlich. Ja, die hatte ich eigentlich mal alle. Hatte. Haben sie die verloren? Ja, blöde Sache. Ah, das ist schade drum. Ja. Was kosten die aktuell? 95. Ja, ich glaube, die waren mal günstiger. Ja, das stimmt. Die sind aber tatsächlich im Wert gestiegen. Sind von der Verarbeitung her jetzt auch besser als vorher. Ach, wirklich? Mhm. Ah. Das finde ich aber lustig. Ja. Sorry. Da geht's mit mir wieder durch und durch, wenn ich die Maske... Ich kann mein ganzes Geld hier liegen lassen. Wie soll ich mir denn einen Flugschein finanzieren, wenn ich jeder mein ganzes Geld immer liegen lasse? Naja, sie können es ja auch nach und nach holen. Das sind ja im Standardsortiment drin, die kommen eigentlich nicht weg. Ja. Ich suche gerade, was kostet so ein Schal, so ein Wüstenschal? 50. 50. Mit der Maske kommen mir vor wie Evil Knievel mit dieser. Nämlich schon durch irgendeinen Feuerring springen mit dem Motorrad, nein. Ja, wenn du
Korrigieren Sie mich nicht auf blöde Ideen. Nein, gute Ideen meine ich natürlich. jetzt sehe ich das vor mir. Ja, aber das ist ein Stuntmobil, geht ja auch. Ich weiß ja nicht, wie gut Sie so Motorrad fahren können. Ja, wir haben schon mal so einen Sprung gefilmt. Da ist allerdings vom Paradise Outdoor jemand gesprungen, nicht wir. Ah, gut. Ja, das es ist alles verlockend. Aber ich glaube, ja, es... Stimmt. Wenn ich den Platz hätte, hätte ich, glaube ich, alles zu Hause. Ja, der Platz ist das, was es ausmacht. Ich glaube, was würde denn das kosten? 54. 54. Zum Motorradfahren ist das halt schon angenehm. Das stimmt. Dann fress ich nicht mehr die ganze Zeit fliegen, wenn ich lache. 54. Ist angenehm, dass der Wind nicht so um den Hals und Nacken kommt. Und dann so ins Shirt oder die Jacke reinpustet. Oh ja, oh ja. Ja. Würde das nehmen. Einmal den schwarzen, okay. Und... soll ich den Ihnen geben oder ist der. Einfach wieder zurück, Sie kriegen einen verpackten aus dem Schrank. Ich schau mal kurz ums Eck, ich glaube, ich nehme noch Zebra und Einhorn. Okay. Ja, ich nehme noch Zebra und Einhorn. Alles klar. Das muss noch drin sein auf meinem Konto. Sind wir bei ungefähr 600? Wären 300 und 250 wären 550 und 54, also 604. Alles klar. Warte mal hier. Westseite mittig. Oha, die suchen auch jemanden. Ja, ich hoffe, der kommt nicht her. Ja, wenn sie jetzt schon unterwegs sind. Vielleicht hat er sich an der Bank bedient oder so. So. Ja, dann wären das einmal 604 Dollar. Ich kann mal eben. Mhm. Mhm. Muss ich nochmal genau zählen. Ja, machen Sie das. Hallo. Hallo. PD 61 Hopkins, ich würde gerne einmal von Ihnen beiden die Personalien kurz nehmen. Ja. Ich zeige Ihnen meine Marke. Ja. Ja? Ja, ich zeige sie gerade. Ja. Ja? Okay. Hopkins. Genau, das genau, Hopkins 61. Ja, ich bin Pommes Erik. Ah, cool. Ich bräuchte einmal bitte einen Ausweis von den beiden. Ja. Genau, und dann, genau, das ist einfach nur eine allgemeine Identitätsfeststellung. Hier trifft man euch also. Alles klar, kein Moment. Tja, hier ist der Ausweis. Ja, zeigen Sie mal, weil ich... Kollegen, kommen Sie mal her. Tja. Ja? Ja, zeigen Sie mal Ihre Marke. Sie sagen Marke, ich aus, was ist doch ein fairer Deal. Na, ja. Ja, das ist
Ja. Ja, genau, das ja. Problem habe ich auch. Hängt gerade im Gürtel. Mhm. Pommes Erik, ne? Ja. Warten Sie, ich schreibe kurz auf. Der richtige Name? Noch ist er Heinonen leider im Nachnamen. Wie? Heinonen, so wie man spricht, alles einmal. H-E-I-N-O-N-E-N. Heinonen. Genau. Nonen. Erik mit C? Mit K. Mit K. Und die Telefonnummer von Ihnen? Die Telefonnummer? Ja, die steht ja auch bei unserer Personalakte, damit ich das eindeutig identifizieren kann. Die steht in der Personalakte? Okay. Ja, die steht natürlich, da steht alles von Ihnen. Alles? Alles. Das glaube ich nicht. Nicht okay. Alles. Aber. Ja, ehrlich, steht jetzt nicht drin, aber ja. Ja, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, aber lebe die Pommes. So ist es auch. 834270. 834270. Ja, weil sie das Codewort gesagt haben. Das liebe die Pommes, natürlich. Ich war damals im Tiki-Lada, das war mein erster Abend hier. Da war ich auf dem heißen Frittenfest. Werde ich nie vergessen. Oder nee. War ich damals auch? Ja. Werde ich nie vergessen. Waren sie jetzt gar nicht beim Alamonia, wo wir unser Comeback hatten? Da war ich tatsächlich nicht da, aber sie kennen ja Brianna Fragen, die kennt mich auch, ne? Ja. Weil ich war da arbeiten auch. Ah, genau, verstehe. Die Dame, kann ich da noch? Ja, natürlich. Luna Knight. Knight wie die Nacht. Luna Knight. Ja, sie sind Angestellte hier, oder? Ja. Genau, und kurz auch die Telefonnummer. Ja, die Vorwahl. Ja. 18 11 11 98 98. Gut, danke schön. Am besten die Ost- und die Westgasse runter meiden. Ist gerade ein Einsatz im Laufen. Ansonsten können Sie quasi sich hier frei bewegen. Okay. Ja, wir versuchen nur gerade einen Handel durchzuführen. Nee, alles gut. Nichts Vulgäres, nichts, was nicht andere Leute auch kaufen würden. Also es ist ganz normale Sachen, die ich hier kaufe. Ist alles gut. Ne, wir wollten nur kurz mal allgemeine Personen kaufen. Ja, nicht, dass sie das jetzt denken, nein, der Pommes Erik, der hat ja einen interessanten Fetisch. Nein, ich kaufe nur ganz normale Sachen. Gibt's eine Pommesmaske? Tja, das müssen Sie den Laden fragen. Gibt's eine Pommesmaske? Es gibt keine Pommesmaske. Ah, oh, schade. Können wir das eventuell auch aufschreiben als Anfrage für eine Pommesmaske? Also soll es eine einzelne Pommes sein oder so eine Pommespackung? So eine einzelne Pommes, oder wenn es als Kostüm würde ich natürlich dann so eine ganze Pommes-Uniform eventuell mit Ketchup oder sowas füllen. Ja, das würde doch super zu den heißen Fritten passen. Vielleicht könnte man da auch einen Deal machen. Das wäre doch ein Maskottchen oder so, oder? So ein Werbedeal. Kollegin? Ja, bitte. Dachte. Ja, dann können wir können dann los, oder? Ja, genau. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, ebenfalls. Und schön die Marke festhalten. Ja, die hängt eh am Gürtel. Bis dann. Bis dann. Es lebe die Pommes. Es lebe die Pommes. Er hat's gesagt. Ja. Ja. Jetzt stehe ich hier. Ich armer Tor und bin so klug als zuvor. Oder so irgendwie geht das doch. Naja. Gut. Wie viel macht das aus? 600? 604. 604. Bitteschön. Vielen lieben Dank. So, und dann habe ich einmal schon mal das Einhorn. Und den schwarzen Negator. Und das Zebra würde ich ihm noch holen. Ah, das kommt da rein. Nice. So, und dann einmal noch das Zebra. Vielen Dank. Haben Sie da vielleicht eine Tüte oder so? Ja, klar, kleinen Moment.
So, hier, ich hätte die eben mal auf. So, dann gebe ich das da rein, so ein Stück und genau. Noch die Einhornmaske. Super! Genau, bitte sehr. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend und bleiben Sie sicher. Den wünsche ich Ihnen auch. Und es lebe die Pommes. Es lebe die Pommes. Und tschüss. Ciao. So. Hallo. Hallo. Hi, du hattest gerade nochmal angerufen, ne? Oder ja, weil du mich angerufen und ja, wir haben uns einfach wieder verkrost telefoniert. Okay. Gut, wir spawnen bei uns ein Auto. Okay. Weit ist er nicht gekommen. Act like nobody's watching you. Ja, ungefähr so muss es eh machen, wenn der Server so DDoS-Angriffe kriegt. Aktuell ist halt richtig wild. So, wir zoomen uns nochmal rein. Ich ruf da mal an. Okay, ah, die machen gerade mit, vermutlich. Gut. Schauen wir mal, hoffen wir, dass es läuft. Wenn es läuft, dann fahren wir hin und sonst. Haben wir uns ja eh schon hier das Backup. Also, wir wollen zur Wurstbombe. Oder zur Zeche, da fahren wir jetzt hin. Vielleicht machen wir doch noch kein Schlachti. Schauen wir mal, wir müssen noch ein bisschen machen wir noch RP, wenn es jetzt läuft. Ey, so weit waren wir noch nie jetzt, seit wir weggefahren sind. Was sind RPGs in World of Warcraft? Etwas Ranger. Ich habe keine Ahnung, was ist das? RPGs? Raid? Raid? Brutal? Sexy Raids oder so?
Rated Battlegrounds. Okay. Das heißt, du... Ja, ich habe keinen Plan, was das ist. Ich kann es halt mal... Vielleicht ist es, das Leichteste, wenn du mir einfach sagst, was das ist, weil dann brauche ich nicht lange überlegen. Also es sind halt wahrscheinlich bewertete Schlachtfelder oder so irgendwann Shit. Keine Ahnung, was bewerten sie da? Ich habe echt keinen Plan davon. Vielleicht ist er Bond frei. Vielleicht haben wir Glück. Ja, da ist alles frei. Das kennst du, das ist die Eisbrühe. Das siehst du richtig, Pampers Ranger. Das ist die Eisbrühe, in der wir mal gearbeitet haben. Schnatz? Die Schnatzigen? Fang. Frage 8. Wie lautet Dumbledores voller Name? Schnatz. Oh ja. Die Schnatzigen? Schöne Frage. Elvis. Ja, Moment. Elvis, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Tatsächlich, hallo. Richtig. Hallo. Was Frage 9. Sie tun? Ich hätte gern was zum Trinken und zum Essen. Ja, was darf denn sein? Wissen Sie schon? Was habt ihr denn zum Essen? Zum Essen hätten wir Pommes und Currywurst. Ja. Frage 10. Wie lauten die Spitznamen von James Potter, Sirius Black und Peter Pettigrew? Ja, Schranke. Okay, Schranke. Und die Currywurst, normal, ist, mittel oder scharf? Ist, normal, scharf und sehr scharf. Fangen wir mal vorne an. Kann ruhig scharf sein. Vorbei oder darf ich noch? Sie hat ja im Endeffekt noch keine Antwort. Einfach nochmal ganz kurz, genau. Wenn es jetzt in den nächsten... Zum Trinken irgendwas alkoholfreies. Muni und Cola. Okay, wurde einer noch genannt, der jetzt nicht... Sprung klingt gut. Alles klar, mach ich ihn fertig. Danke. Frage 11. Was passiert, wenn man den Zauberspruch Levi Corpus benutzt? Ich muss ja sagen, das T-Shirt passt gerade sehr zu dem Abendtier. Man wird das an den von Füßen hochgehoben und baumelt. Richtig. Welches T-Shirt, das hier? Ja. Frage 12. Welches Pulver benutzt? Ja, schon irgendwie. Eigentlich sehr passend für den Abend. Die Fluppen? Fast passt. Es fehlt halt nur ein nackter Mann. Nee. Ein muskulöser. Schnatz. Ja, gut. Richtig. Ich glaube nicht, dass das Dumbledore ist. Welchen Besen bekommt Harry nach dem Beitritt des Quidditch-Teams und immerhin wem? Thematisch ähnlich. Nimbus 2000. Wobei, vielleicht sind das ja Dumbledore und Voldemort. Nicht ganz. Oder aber also er kriegt das Pep Euler, aber ja, Grindelwald, den meinte ich, das sind die beiden. Ja. In Wirklichkeit ist auf dem T-Shirt eine Liebesbeziehung zu sehen. Okay, dann ich stelle mir gerade die beiden so als Partybilder vor. Miep, Mineep. Ja, Fluppen. Mineep. Oh mein Gott, das werde ich jetzt mal im Kopf behalten. Das geht nie wieder raus, wie sie zusammen pumpen gehen und sich gegenseitig bewundern mit ihren nackten Muskeln. Mine? Oh mein Gott. Oh, Grindelwald. Oh, mein kleiner Dumbledore. Das heißt, die Nippler hätten einfach die Möglichkeit. Was war die Frage nochmal? Die Frage war, welchem Wesen bekommt Harry nach dem Beitritt fürs Quidditch-Team und von wem? Nimbus 2000 und Minerva McGonagall? Genau. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Dumbledore ist, der den kauft und schickt. Aber ist okay.
Hab's nachgeventured. Na gut. Tatsächlich. Aber der Kameraschwenk geht doch auf sie. Okay, Frage 14. Wie heißen Zauberer, die sich in Tiere verwandeln können? That's Animagus. Gut. Frage 15. Wer ist Creature? That's... Ja. Hauself der Blacks. Wow. Okay. Der sympathische Frage 16. Was ist das Besondere der Weasley-Uhr? Die Schnatzigen? Die zeigt nicht die Uhrzeit an, sondern da den Ort, wo jeder der Weasleys ist. Richtig. Frage 17. Wie nennt Hermine Lavender Brown spöttisch? Currywurst. Achso, Currywurst. Und die Pommes-Schranke? Ja, vielen Dank. Und die ist blank. Schön, was macht das denn jetzt? 25,50 Dollar. Ja, tatsächlich richtig. Bitte schön, passt so. Dankeschön. Frage 18. Mach ich. Malfoy ein Attentat auf Dumbledore zu verüben, der aber einer anderen Schülerin zum Verhängnis wurde. Platz. Die Schnatzigen? Mit einer Halskette. Was? Ja. Vorletzte Frage. Was ist ein Squib? Ach, nix. Platz. Schnatzigen? Das Gegenteil von einem Muggel, ein Zauberer, der ohne Zauberkräfte geboren wird. Richtig. Und Frage 20. Wie kann ein Quidditch-Spiel noch beendet werden, auch wenn der Schnatz nicht gefangen wird? Die Fluppen? Nee, tatsächlich nicht. Wäre auch mein erster Gedanke. Aber... Die S-Animation, ich liebe sie einfach. Nuts. Ja, die Schnatzigen. Wenn alle sterben beim Spiel. Es gab schon Fälle, wo welche sehr lange verschwunden waren, ja, aber auch da wird nicht das Spiel beendet. Okay, Niffler haben noch eine Möglichkeit. Ja, hallo. Wenn das andere Team aufgibt, aus irgendwelchen Gründen. Er kommt, glaube ich, dem Ganzen schon am nächsten. Tatsächlich wird es nur beendet, wenn beide Kapitäne, also Teamkapitäne, sich einig sind. Kommt das oft vor? Ich glaube, wenn es hochkommt, einmal. Und damit haben wir die letzte Frage gehabt. Ich würde mal sagen, wir haben definitiv hier einen Potterhead unter uns. Ja, danke. Und damit hätten wir auf dem dritten Platz die Fluppen, auf dem zweiten Platz die Niffler und gewonnen haben die Schnatzigen. Herzlichen Glückwunsch. Yay, danke schön. Glückwunsch. Ich kann dir auch gerne mal einen kurzen Applaus geben. Waren auch unschlagbar. Also Tempo und Antworten. Ich durfte halt als Kind nie rausgehen. Was soll ich machen? Und dann habe ich noch einen Gutschein für euch. Oh, ich mache mich da mal auf den Weg. Schönen Abend noch. Ja, auch so. Ich würde gerne alle Teilnehmer noch zu Ring einladen, aber okay. Bin da. Tja. Da hat der Leiser ja abgeräumt. Oh ja, also so. Der hat schnell den Schnaps gesagt, als das Gold überhaupt in meinem Kopf war. Also, Ja, das ist heftig gewesen. Ich habe es jetzt mitbekommen. Hat das gratis gestartet, das Quiz? War jetzt, glaube ich, die letzte Runde für heute. Nein, ich meine, hat diese Runde gestartet eben erst. Die Runde war jetzt 20 Fragen lang. Oh, ja, das ging schnell. Das war irgendwie so zack, zack, zack und aus. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Ja, aber du hast dreimal oder so gesagt, dass du es weißt. Warum sagst du nicht Gold? Ja, weil ich irgendwie... Ja. Ja. Ist der einer schüchtern? Nee, aber ich hätte das nie so schnell so laut rausschreien können noch. Ja gut, sie hat es doch schon rausgerufen, bevor die Frage überhaupt fertiggestellt war. Ja, ja. Schon. Guten Tag. Ja, daher, ja, hat sie aber gut gemacht.
So, Brianna, Hunter, Matteo, was darf ich euch bringen? Whisky. Whisky. Bei mir und Brianna machen wir jetzt einen kalten Whisky. Drei Whiskys? Oder? Matteo? Matteo sagt gerade gar nichts. Irgendwas für Matteo. Er sagt nichts. Du kannst doch reden mit uns, Matteo. Er trinkt gerade, lass ihn mal trinken. Bring ihm ein Whisky, was er vorhin hatte. Genau, ein Whisky. Ja, überrasch mich einfach. Oh, er redet doch. Oh, er hat zu seiner Stimme zurückgefunden. Ja. Hallo. Einfach Überraschung. Hallo. Okay. Ich mag Überraschungen. Du hast ja ordentlich abgeräumt. So, ja, ich durfte ja als Kind nicht viel raus. Also ich hatte nur die Bücher und Disney-Filme. Ja. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Wie lange bist denn du schon da, Erik? Ja, ich bin am Anfang des Quiz reingekommen, also vor 2 Minuten. Ach so, drum habe ich. Okay, ich dachte schon. Okay. Alles klar. Ja, ich war gerade eben noch bei Masquerade. Da ist irgendwie ein Polizeiansatz gerade am Laufen bei der Bank. Ja, gefühlt ist gerade überall irgendwas. Hier Bombenentschärfung, Marshallentführung, Statewissen. Ja, lies mal hier. Hier Venture. Hier Bombenentschärfung. Hier Vinewood Gardens. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, ja. Sich keine Bombe im Parkhaus befunden haben. Der Einsatz der Behörden wurde zu der wenigen Minuten beendet. Ja, dann ist nochmal alles gut gegangen. Wohnt er nicht da, bei Vinewood Garten? Jupp. Das war das Parkhaus, wo eigentlich theoretisch hin und wieder mal ein bisschen Bikes von uns drinnen stehen. Oh. Okay, hast du denn sonst Marshalls wurden auch entführt? Was ist aber da los? Sicher habe ich noch. Sag mal. Irgendwie gefällt das Fahrzeug von den Marshalls unterwegs mit 2 entführten Marshalls drin. Hast du vorher Geld weggebracht oder hast du den ganzen Das Prison wurde abgeriegelt. Warte. Irgendwie geht's gerade ziemlich rund. Mhm. Bei einer Sache war ich mir aber nicht genau sicher, also bei Trinkgeld. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Trinkgeld ich bekommen hatte. Das heißt, es könnte eventuell sein, dass doch nochmal mehr da ist. Dann ist es aber Trinkgeld, was mir gegeben hat. Heftig. Heftig. Ja, heftig. Irgendwas ist ja immer. Aber so viel auf einmal? Na gut. Ja, vielleicht ist das wieder von den Dings aus. Von die Bombe. Von Operation Black, ja, die Bombe war ja keine Bombe. Ach, diese ist ein Fehlalarm, irgendwie ein lustiger. Ja, aber dann, was hat es dann mit dem Marshall-Entführung und dem Stay-Person auf sich? Also muss ja auch das irgendwie. Das ist alles sehr seltsam. Okay. Jetzt alle gerade ihre Telefone abchecken nach dem Quiz. Ja. Ja, also ich hab, man muss ja up-to-date sein, oder? Ja, und da steht eh nichts drin, in Wirklichkeit. Ich hab mich nur aufgeregt, wenn Moment, ich das Bild gesehen hab vom Observer. Vom Observer? Ja, mit der Bombendrohung. Aber wieso? Dankeschön. Was hat der Observer denn da gepostet? Ja, das Bild, was er da gepostet hat vom FI. Warum? Weil da nicht wirklich ein Sperrzirkel irgendwie gezogen wurde. Wenn er da so nah dran kommt. Oh, danke schön. Bitteschön. Verstehe. Was ich meine? So, und dann. Wenn da wirklich Bombenalarm ist, dann dürfte der nie so nah rankommen. Die Fahrzeuge vom FD und vom PD würden auch nicht so nah neben stehen, außer das eine, das im Parkhaus steht, das gepanzerte. Sag mal, Erik. Ja. Was wurde jetzt eigentlich aus der Polizistin vom Alemonia? Bitte schön, ich glaube, die hat gerade einen Einsatz. Super lieb. Also, wenn du so fragst, kann ich jetzt nicht nachfragen. Okay. Ja, aber du musst mal mit ihr was so unternehmen. Nee, ich habe ja jetzt ihre Telefonnummer, soll sie nicht. Ja. Ja, dann such dein Glück. Du schaffst das schon. Ja. Unguter Moment. Oh ja. Ziemlich unguter Moment, das zu fragen. Ich auch grade. Themawechsel. Ich überlege gerade, wo man am besten nachfragen kann, wenn man die Pommes-Schachtel mit dem Hessenfritten-Logo versehen will. Oh, das ist geil. Das hat was.
Müsste man da eher Cypress nachfragen, oder? Kannst du auf jeden Fall. Ich glaube es eher Cypress, weil die wahrscheinlich die ganzen Verpackungen ja. halt irgendwie im Also wir liefern ja verschiedenste Etiketten an Unternehmen. Also zum Beispiel hier das Etikett von Wallis Brause zum Beispiel, das kommt von uns. Ja. Ja, also ich würde da auf jeden Fall mal anfragen. Die nicht verschrotten. Also, das ist gut möglich, dass das geht. Frage mich, was das kosten wird. Ja, da kann ich dir nichts dazu sagen. Keine Ahnung. Ja, aber am besten mal einfach eine Mail schreiben oder einfach mal beim Office probieren. 4242. 4242? Jo. Ja, am besten mal anrufen. Werde ich vielleicht morgen mal probieren oder so. Jo. Meistens so, ja. Abends. Okay. Ja. Sollte sich einrichten lassen. Ah. Ja. Ich hatte halt wirklich einen langen Weg und Atem. Echt? Wieso das? Brenner hat schon gesagt, dass du heute einiges am Dings hattest. Was war denn? Ich war bei der Casa. Ja. Ich war bei der Richterschaft. Ach, wegen deiner Namensänderung? Nein. Sondern? Weil keiner weiß, was die Verdienstobergrenze ist. Also ja, Verdienstobergrenze? Ja, für Freiberufler, ja, sie ist 10.000, die Verdienstobergrenze. Aber keiner weiß, ob das jetzt der Gewinn oder die allgemeinen Einnahmen sind. 10.000 im Monat. Ja, aber keiner kann sagen, ob das jetzt die Einnahmen sind, dass man sagt, okay, wenn man 12.000 einnimmt, muss man 2.000 zahlen. Ach so, wegen den Steuern. Weil das Problem ist, wenn ich 12.000 einnehme und im gleichen Monat aber 12.000 ausgebe, weil ich wieder reinvestiere, müsste ich dann, habe ich 0 Dollar am Konto, muss ja aber 2.000 Dollar ans Kassa zahlen. Ja, ist die Frage, ob der Umsatz oder der Gewinn versteuert wird. Genau, und das ist das Problem, dass das... Ja, die wissen das nicht? Nein, die wissen das nicht. Was ist denn das für eine Behörde? Das ist die Richterschaft San Andreas. Ja, die wissen nicht, was der Steuersatz ist, ja, oder die verwehren auch Namensänderungen. Mann. Nein, das ist das Problem, dass es halt wirklich scheinbar ungenau definiert ist und die einzelnen Angestellten, Richter etc. dort... Ja, aber du wirst doch nicht der einzige Freiberufler sein, der über die Grenze kommt. Scheinbar bin ich der Einzige, der die Frage stellt. Aha, ja gut, das ist ein anderes Thema. Welcome back. Eliza, was sagst du? Auf dieser Verpackung das heiße Fritten-Logo drauf. Oh, das wäre fantastisch. Das wäre aber ein bisschen Frittenception, oder? Weil draußen die Fritten draus sind. Und also eine Packung mit Fritten und drin wäre auch eine Packung mit Fritten. Aber das wäre toll. Also wirklich toll. Vielleicht könnte man ja so eine Special Edition machen. Draußen ist eine Packung mit Fritten und drin ist eine Packung mit Fritten? Ja, also wenn man draußen auf dem Bild eine Packung mit Fritten... Also ich meine, euer Logo ist ja eine Packung Fritten. Achso, ja, da stimmt. Da ist was dran. Packung Fritten auf eine Packung Fritten. Aber ich finde das schon ziemlich lustig, ja? Ja. Ich würde es fühlen. Ja, dann musst du wirklich mal bei Cypress anfragen. Ja, also ich habe das Logo in sehr guter Auflösung. Ja, also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also probieren kann man es ja. Konzert als Merch verkaufen. Also ich fände ja so Pommes-Hoodies als Merch ja ganz gut. Ja, oder T-Shirts. Hätte ich voll gerne eins. Könnte man ja eventuell auch anfragen, weil vielleicht wird das dann ja importiert. Bin ich dahinter. Das Problem ist leider, dass Bands, so wie wir, von Cypress nichts beziehen können als Freiberufler. Ja, müsstet ihr für ein Unternehmen registrieren. Genau, außer es gibt eine Ausnahmelizenzgenehmigung vom Casa, wo ich eventuell einen Termin mit dem Casa natürlich habe. Oder ihr macht einen Verein. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Als Verein dürfen wir uns aber nichts auszahlen. Das heißt, wir dürfen an den T-Shirts nichts verdienen. Ja, gut, dann. Ja, das hat nämlich die Richterschaft auch vorgeschlagen und da habe ich dann gesagt: Naja, das kommt nicht in Frage, weil da können wir ja nichts verdienen. Ja, sonst spendet ihr halt den Erlös an eine gute Vereinigung, an einen anderen Verein. Ja, oder ihr spendet den Erlös an ein Spendenkonto und das. Ja. Tschüss, das, und schön. Ups, ja. Entschuldigung, nein, ich wollte mich nicht durchgehen. Genau. Ja, es war nur so eine Idee. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin da eher der Typ, der sagt, das gibt sicher einen rechtlich legalen möglichen Weg, dass das möglich ist. Ja,
Vor allem, das Ding ist, wenn die sagen, okay, sie stellen mir zum Beispiel von der Casa Leitung selbst eine Sondergenehmigung aus, dass ich ein Produkt lizenzieren darf, dass das mein Produkt ist. Weil sonst ist es ja so, dass es theoretisch jeder beziehen könnte, das ja, Produkt. Ist halt die Frage, was das für ein Aufwand wäre, ein Unternehmen zu registrieren. Nur für ein T-Shirt halt vor allem. Eben. Und dann müssten wir einen Kleidungsladen registrieren. Und das ist es ja dann auch jetzt nicht. Jetzt ist es nur ein Hoodie, aber vielleicht kommt da später irgendwann mal mehr dazu, oder? Was, wenn du das so machst? Also wenn du vielleicht Twix Empire oder sowas ansprichst, ob die sowas haben können und dann habt ihr eine Kooperation und das Geld können sie dir ja dann auszahlen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Das wäre doch... Aber wir können es dann nicht beim Konzert verkaufen. Ja. Also jeder, ich sag's wie es ist, jeder Weg, der nicht... Ja, ist doch cool. Ja, wie praktisch, dass eine der Hessenfritten dort arbeitet, ne? So, ja. Nach dem Konzert, kommt zu mir, ihr kriegt Merch. Genau. Ich bin der Meinung, dass das Lovefist auch so hat. Ja, so hat die hatten hier quasi das mit Afrodonis. Das klingt doch gut, also da konnte man den Lovefist nicht dann erst eine Zeit lang mit Afrodonis kaufen. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal ein bisschen anders war. Mit anderen Regeln. Also Möglichkeiten und Wege gibt es bestimmt. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich habe jetzt mal einen Termin mit der Leitung von Kassa und dann bequatsche ich das nochmal und erkläre das nochmal genau. Und ja, weil im Endeffekt... Also notfalls design ich das auch. Im Endeffekt... Das also T-Shirt. Ich bestelle gleich einen Hoodie. Du bestellst gleich einen Hoodie, ja. Also ich wäre auch dafür. Die ersten zwei Sachen sind T-Shirts und Hoodie. Und dann Tassen. Und Frittenschalen. Und so Frittenschalen. Aufkleber. Oh ja, Pommes-Aufkleber, stimmt. Oh. Überall so einen Aufkleber hinpappen. Wo man hinkommt. Ja, überall die heißen Fritten. Wieso musst du jetzt Pommes-Aufkleber sagen? Ich habe jetzt irgendwie dein Autogramm-Dingens im Kopf und stell mir jetzt vor, dass da jetzt überall Pommes-Aufkleber drauf sind, statt Pommes. Oh mein Gott. Warum ist mein Kopf so? Ich habe mir überlegt, ob ich dieses Autogramm-Ding teuer an irgendwas verkaufe. Wie viel Los Santos Inside wohl für so ein Bild zahlen würde? Ja, Erik, wenn du schon hier bist, ja, tust du mir den Gefallen. Was denn? Krieg ich ein Autogramm von dir, bitte. Wow. Ja, ich hab... Okay, ja. Okay. Bitte. Wow. Und von dir auch. Nee, von mir kriegst du keins. Schade. Ja, das ist ja nur... Das sieht ja nichts gleich. Das sieht ja nicht... Warte, ich habe hier noch... Entschuldigung. Vielleicht hat sie ja einen Block oder so. Ja. Haben Sie zufällig einen Block oder so da? Einen Block. Ich glaube nicht. Ich guck mal kurz hinten. Einfach nur frech, Matteo. Einfach nur frech. Ja, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ist ja nicht so, als würden wir zusammenarbeiten. Ist ja nicht so, als hätten wir nach dem dritten Konzert noch gequatscht. Ja, ich habe ja auch mit Erik gequatscht. Habe halt erst jetzt dran gedacht. Mhm. Oh, ich fand das so witzig, dass ich heute herausgefunden habe, dass einer meiner verschiedene Seiten voller Frittenfan ist. Moment, ich guck mal ganz kurz, hab ich vielleicht. Ja, ich kann meinen kurz leihen. Ah, das wäre hervorragend. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Ja, gern, den hätte ich aber gern zurück. Natürlich, ich brauche nur eine Seite, wenn es okay ist. Perfekt. Wie schreibt man denn deinen Namen? Matteo mit Doppel-T. Also M-A-T-T-E-O. Genau. Paradise, wir eröffnen unsere Pizzeria.
Was? Pizzeria? Was? Permanent Pizzeria? Da das mit dem Event zu stressig geworden ist, schließen wir unsere Eventabteilung und eröffnen unsere Pizzeria. Vielen Dank für die tollen Events in den letzten 3 Jahren. Genauso in der Krebita gibt es weiter unter der besten 94,15. Outdoor bleibt ganz normal bestehen. Ihre Pizzeria. Ist das irgendwie ein verfrühter April-Scherz? Ich habe ja gesagt, das ist von Paradise aus. Also. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Du bist schon dahin. Achso, ja. Pizzeria. Hast du noch einen Augenblick? Ich muss nur. Ich hätte gerne das Deutsch heute. Der 1. April ist ja noch nicht. Also. Lass mir das einfach so stehen, okay? Meinen die das jetzt ernst? Gerne eine Cola, eine Sprung. Ich glaube nicht, dass die Kuchen trinken auf die Zeit. Und dann gerne Kartoffelsalat. So, da muss ich noch schnell. Und 2x Kartoffelsalat? Ja. Okidoki. Kommt sofort. Super, danke. Gerne, gerne. Ich weiß schon, wem ich das Autogramm schenke. Eine Nini und ein Tomlaubenbild, ne? Hallo Brianna, hallo alle. Hallo. Hallöchen, guten Abend. Na, wie geht's euch? Ja, supi dupi. Wunderbar. Ja, kann nicht klagen. Ob Pizza Paradiso auch hier hinliefert? Ich find's super, wie unten steht, nach Palito deutlich teurer. Da werde ich wohl niemals bestellen. Werde ich wohl niemals bestellen, so. Wenn es nach Palito deutlich teurer ist. Ich habe hier was für dich, Matteo. Aha. Bitteschön. Danke. So. Einmal. So, Moment, ich muss kurz durch. Ihr habt mich jetzt eingekalt. Ui, danke schön. Warte, ich muss noch schnell den Block zurückgeben. Ein Moment kurz. Ich lege den Block hierher. Perfekt, danke. Oh. Bitteschön, danke schön. Wollen wir kurz rausgehen? Na klar. Sehr schön. Dankeschön. Hier oder weiter runter? Oder? Ja, wie du willst. Wir können auch weiter runter gehen. Also du konntest jetzt nicht schlafen, oder wie? Ja, ich habe wieder diese Schlafprobleme. Also. Okay. Genau. Ja, also. Aber es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Also ich habe keine Atemaussetzer oder dies. Aber das Problem sind halt die Konzentrationsprobleme tagsüber manchmal. Mhm. Und teilweise auch so kleinere Halluzinationen, deswegen. Welche Halluzinationen denn? So Kleinigkeiten. Ich sehe mal was im Augenwinkel auftauchen. Ich bilde mir ein, dass jemand spricht. Also so Kleinigkeiten. Okay. Ich glaube, das kommt halt, weil ich wirklich wieder mal nicht gut schlafe. Und die Ärzte meinte halt auch, der Stress könnte es sein. Also ich sollte öfter lernen, Nein zu sagen. Und andere Faktoren vermeiden, die irgendwie Stress machen. Okay, also öfter lernen, Nein zu sagen. Hast du denn, ja gut, du hast schon ziemlich viel gemacht in letzter Zeit, was ich mitbekommen habe. Ja, und auch einiges an Jobs. Ne. Ja, das summiert sich halt dann doch. Ja, und vielleicht ernähre ich mich auch nicht ganz so gesund. Also die ganzen Pommes in letzter Zeit. Und Currywurst und Burger. Naja, ich versuche jetzt auf jeden Fall mehr Obst zu essen und so. Ja, ich habe heute auch schon Apfel gesnackt. Und ich habe noch ein paar Bananen im Auto auf Reserve. Ah ja, ich wollte jetzt auch ein paar Bananen holen, weil da ist wohl viel Magnesium drin und das ist gut gegen die Krämpfe in der Nacht. Aber auch viel Zucker. Aber ich glaube, Fruchtzucker ist in Ordnung. Ja, hoffe ich wohl. Also es ist definitiv besser als zu gesetzter Zucker, schätze ich. Ja, mal schauen. Aber daran muss ich gerade arbeiten und deswegen, ich kriege auch noch ein Blutbild ausgestellt. Übrigens, meine Blutgruppe ist B-negativ, falls du jemals eine Blutspende brauchst und zufällig auch B-negativ bist, dann weißt du jetzt Bescheid. Warte mal, ich guck mal, ob es wirklich so ist, aber... Ja, dann guck mal nach, was nur negativ hat und dann... B-negativ. Ja, das ist okay, ich bin 0-negativ. Ah, oh. Das ist ganz schön
ganz schön selten, oder? Das ist selten. Ich kenne sogar jemanden, der es auch hat. Oh. Hm. Naja, ich bin B-negativ. Bei dir alles okay? Ja. Ich war jetzt ein bisschen K.O. vom Alamonia Festival. Das ging dann doch etwas länger. Okay. Aber ja, ich bin ja dann auch am Sonntag noch ewig dort gewesen irgendwie. Bist du? Ja. Wie lange? Ich glaube, ich war um 17 oder 18 Uhr dann zu Hause. Oh, ja. Aber es war auch schön und ihr habt toll gesungen, wirklich. Also toll. Danke. Stimmung gemacht und so. Da kann ich wirklich nichts gegen sagen. Das war wirklich richtig gut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du mich vermeidest. Ich hatte das Gefühl, dass du mich vermeidest, ehrlich gesagt, und das schon länger jetzt. Ich hab dich doch sogar zu uns geholt und da bist du einfach weg gewesen. Und keine Ahnung. Ja. Das war das Samstag? Ja, genau, also vor eurem Konzert, glaube ich. Ja, ich war vor dem Konzert ein bisschen voll noch mit Sachen. Ja. Nein, ganz so voll war ich nicht. Also ich war Samstag wirklich gut nüchtern vorher. Danach habe ich vielleicht ein bisschen was getrunken. Aber vorher war ich gut nüchtern. Aber nein, ich war eigentlich voll aufgeregt, weil auch die ganze Pyro-Show und noch mit allen zeigen, wer wie wo war's. Und ja, ich musste dann Jeffrey auch noch kurzfristig zeigen, eben wo er nicht stehen darf wegen der Flammenshow, weil, naja, die Flammen. Ich bin froh, dass keiner von euch was dass niemand was abgebrannt wurde. Ich bin generell froh, dass niemand abgebrannt ist. Nein, aber an sich vermeide ich dich nicht. Ich hatte nur das Gefühl, du willst mich nicht sehen. Wie gesagt, das Gefühl habe ich halt ebenfalls. Weil, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit, ich meine, habe ich schon das Gefühl, dass du sicher, es ist jetzt vielleicht Matsch und alles und viel und wir haben gesagt, wir lernen uns neu kennen, aber ich muss da halt wirklich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass du mich halt nicht mehr kennenlernen willst. Und ja, sicher, du hast dich auch verändert und du hast viel erlebt und keine Frage, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie mich zurückweist und halt klar mit anderen dann was verbringen machst. Und irgendwie denke ich mir dann, ja, okay, wenn Eliza eigentlich eh keinen Bock drauf hat, dann ja, was. Es ist gar nicht wert, dass man mit ihr irgendwas macht. Das nicht, aber irgendwie, irgendwie war es dann so, wenn ich was gemacht habe oder was machen konnte, warst du irgendwie eingeteilt oder warst irgendwie unterwegs und dann ging es dir irgendwie so, dass du gesagt hast, ja, du bist schon ziemlich fertig heute und eher so vor, als wäre immer, also als hättest du immer, wenn ich versucht habe, irgendwie, also ich habe dich so oft, ich hatte immer das Gefühl, dass alle Interaktionen immer von mir ausgehen muss, aktuell. Und ich habe gedacht, ich warte einfach mal, ob du vielleicht mich mal anschreibst. Oder so. Aber ja, ich habe dich halt probiert anzurufen und da ist das dann halt irgendwie so, ja. Man hat sich halt nie dann so richtig erreicht. Ja. Tut mir leid. Ja, es braucht ja nicht leid tun. Es ist, wie du sagst, wenn du Schlafstörungen hast, schlecht schläfst und so, ist es ja auch durchaus nachvollziehbar, dass du da halt, ja. Also, es ist eher ein Missverständnis zwischen uns beide gerade. Also, Erik. Ich will schon, also ich will auf jeden Fall in deinem Leben bleiben. Ich weiß nicht als was, aber ja. Ich möchte dich nicht verlieren, weil du mir unabhängig von einer Beziehung einfach als Mensch viel wert bist. Mhm. Ich,
ich habe halt wie immer das Gefühl, und das habe ich die letzten Wochen auch gehabt, dass für dich die Musik und dein Leben als Musiker wichtiger ist als eine Freundin. Und ich mache dir da auch gar keinen Vorwurf, weil du bist gut darin, was du machst, und du sollst es weitermachen, und es macht dir Spaß, und ich sehe, wie du aufblühst, und ich wünsche mir das für dich, aber ich glaube halt einfach, dass ich da nicht mitziehen kann. Erik? Es tut mir leid, wenn das nicht das ist, was du hören willst gerade. Ich verstehe das. Ich hatte halt auch das Gefühl, dass du dich auch schon irgendwie anderweitig umguckst. Also, weißt du, auf dem Festival mit was hast du gesagt? Mit einer Polizistin oder sowas? Oder was haben die anderen gesagt? Dann Katie? Ich weiß, Katie hat einen Freund, aber ich habe das Gefühl, die... Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie eifersüchtig war, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dich andere Menschen gerade mehr interessieren als ich dich. Ja, das... das ist vermutlich auch bis zu einem gewissen Grad wirklich wahr. Dann? Weil... Eben, ich hatte einfach das Gefühl, dass du halt mit mir aktuell auch nichts unternehmen magst, dass du einfach eben zum Beispiel, du warst jetzt auch ziemlich oft mit Jeffrey irgendwie Sachen machen und hast auch von Jeffrey gesprochen und so, und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht, wenn das so ist, wie es ist. Er ist der einzige Mensch, der mich auch zumindest ein bisschen versteht, wie es mir geht. Weißt du, weil alle freuen sich so krass darüber, dass du wieder da bist, und alle sind unglaublich glücklich, dass du wieder da bist, und oh, der große Erik ist wieder da, nur ich bin die Einzige, die da irgendwie nicht mithalten kann, die das alles mit so einem Wermutstropfen sieht. Hi. Hallo. Hi. Ja. Hi. Und wenigstens, er hat mich so ein bisschen verstanden. Ja. Aber willst du es, wollen wir das irgendwie daran messen, dass, wie andere reagieren, und ja, ich verstehe, dass das... Nein, das meine ich ja gar nicht, aber es ist für mich einfach schwierig gewesen die letzte Zeit, ich freue mich, dass alle so glücklich sind, ich wünsche dir, dass du glücklich bist, aber ich kann irgendwie, ich stehe daneben und kann nicht mit einstimmen in diesen Kanon. Und das meine ich gar nicht böse, weil es ist toll, dass du wieder da bist, aber ich habe gleichzeitig auch immer wieder dieses Gefühl von dir hier verlassen und in Stich gelassen worden zu sein. Ich weiß, du machst das auch nicht mit Absicht. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich gerade in dein Leben nicht so reinpasse. Okay, schweig mich an. Ich habe es verdient. Ich weiß, dass ich auch nicht alles richtig gemacht habe und so. Erik, wie gesagt, du bist mir wichtig als Mensch, aber ich kann das Vertrauen gerade einfach auch nicht mehr aufbringen. Mm. Seien wir uns ehrlich, zwischen uns, es schwingt nicht mehr wie früher. Ja. Oder? Und auch der Gedanke, dass ich jetzt wegen dir wiedergekommen bin. Ich hänge halt, ich sag's wie es ist, vielleicht hänge ich an einer Eliza, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe, aber ja, vielleicht. Gefühlt bist du halt nicht mehr die Eliza, in die ich mich verliebt habe.
bin halt auch. Ich habe viel durchgemacht, während du weg warst und mich weiterentwickelt. Und klar, vielleicht bist du verliebt in. Oder warst verliebt in das, was ich mal war. Aber. Keine Ahnung. Ich. Wie gesagt, ich will dich nicht verlieren. Du bist mir wichtig und du hast mir. Du hast mein Leben geformt. Ich weiß, vielleicht müssen wir uns dann jetzt auch eine Weile, ich weiß nicht, wenn es dir lieber ist, erstmal nicht sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich. Schau, wir müssen uns ja jetzt nichts irgendwie aufzwingen, ja? Ja. Wir müssen jetzt nicht sagen, okay, zwischen uns ist alles cool und wir machen auf Halligalli und wir sind Freunde etc. Weil zwischen uns ist halt absolut, glaube ich, nicht alles cool. Es gibt einfach so viele Dinge, glaube ich, auch Dinge, die ich halt verursacht habe. Dinge, weil ich einfach wieder in ein Rad fall und in meine Gewohnheiten fall. Die ich halt fabriziert habe und die ganz klar an mir liegen. Aber wir müssen halt nicht irgendwas schönreden und beschönigen dabei. Ja, da und hast du recht. Ich finde aber auch, dass wir zumindest, dass wir beide doch so erwachsen sind, dass wir damit umgehen können, weil du verbringst halt offensichtlich gern Zeit mit Jeffrey. Und er ist halt Teil der Band. Und ja, wenn du wegen ihm zum Konzert kommst, dann kommst du wegen ihm zum Konzert, wenn du willst. Und ich sehe da. Jetzt zum Konzert. Du, wie gesagt, du bedeutest mir jetzt nichts. Komm auf. Ich komme wegen euch. Aber. Also. Ja, wir können erwachsen damit umgehen. Ich hasse dich ja auch nicht. Also, und du hast mich doch hoffentlich auch nicht, oder? Absolut nicht. Okay. Aber ich merke einfach nur, wie gesagt, dass. Ich würde mir halt wünschen, dass wir locker miteinander umgehen können und Spaß haben können. So wie früher, weißt du? Mhm. Videos drehen. Mhm. Solche Dinge. Sehe ich genauso. Wir doch wenigstens da auf einer Wellenlänge. Wie gesagt, ich glaube, das ist vielleicht einfach wirklich, weil wir vielleicht einfach, weil wir es jetzt seit Wochen, der Kopf zwischen uns und die Wellen zwischen uns einfach dahin schlagen, ja, wir probieren es nochmal und wir lernen uns nochmal kennen, aber in Wirklichkeit. Also wir haben es zwar versucht, irgendwie von neu zu starten, aber in Wirklichkeit schwingt da so viel mit, dass wir einfach nicht ausblenden können. Ja, ich kann die ganze Geschichte nicht ausblenden einfach. Ich wünschte, ich könnte einfach, aber ich kann gerade nicht. Und du hast natürlich auch jemanden verdient, der dich da unterstützt, wo du es brauchst. Und deine ganze Karriere mitträgt. Sei mir nicht böse. Nein, ich bin dir absolut nicht böse. Wie gesagt, das ist für mich halt auch. Ich glaube, so wie wir hier stehen und reden, wissen wir alle, dass das Ganze schon seit kurz nach der Ankunft schon wieder vorbei war. Ja. Dann ist das so. Okay, ich. Tut mir leid, aber ich. Ich muss so langsam los. Tut mir leid. Du brauchst deinen Schlaf und verstehe das. Das ist auch wichtig, dass du jetzt einmal deinen Schlaf bekommst und dass du da ein bisschen wieder normalen Rhythmus vielleicht reinbekommst. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich sofort schlafe, aber. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, wie wir halt. Zukunft miteinander umgehen, aber mach dir keinen Kopf. Also wenn du irgendwo bist du wo und wenn du nirgendwo bist du nirgendwo. Und wenn du Abstand brauchst, dann melde ich mich nicht bei dir. Aber ansonsten würde ich gerne einfach weiter mit dir befreundet sein und wir treffen uns und
mit Freunden. Schau, ich habe mir im Kopf schon echt schon wirklich sehr viel ausgemalt. Also ich habe mir wirklich schon unzählige Szenarien im Kopf ausgedacht. Und auch schon ein bisschen länger jetzt. Also ich habe da auch mit ein paar Leuten mal kurz drüber gesprochen, was die darüber denken und so. Und also jetzt nicht nur zwischen uns, sondern was ich schon. Ja. Schau, es ist, wenn du vielleicht jemanden hast, mit dem du gern Zeit verbringst, ja, dann wär's doch, auch wenn wir jetzt nur eben oder vielleicht weil wir nur Freunde bleiben, weil du mir ebenfalls wichtig bist und ich dich ebenfalls als Freundin immer auch geschätzt habe, also nicht nur als Beziehung, sondern als gute Freundin, wenn du da jemanden hast, ist das auch komplett okay und ich werde das einfach so akzeptieren, unabhängig davon, wer das wäre. Bei mir genauso. Also, wie gesagt, ich wünsche dir jemanden, der alles das ist, was ich für dich nicht sein kann. Können wir uns wenigstens nochmal kurz zum Abschied drücken? Okay. Ich glaube eher nicht. Okay. Dann. Nimm's mir nicht übel, aber das wäre, glaube ich, gerade einfach nicht das Angebrachteste. Ja. Okay. Aber wie gesagt, bitte fahr vorsichtig. Und ja, ich hab's ja nicht weit zu mir nach Hause. Ja, nimm mir das bitte nicht irgendwie schlecht, aber ich glaube einfach auch, das ist. Wir sollten halt einfach nicht versuchen, mehr zu erzwingen. Okay. Und ich glaube, das war einfach war von mir einfach arschig zurückkommen, sagen, ich bin wegen dir wieder da, etc. Und dann feststellen, uff, du bist ja gar nicht mehr die Eliza, die ich kannte. Und dir dann quasi die Hoffnung irgendwie machen. Ja. Ist halt von mir auch einfach nur eine Arschaktion gewesen. Aber ich, ja. Gut, dann können wir ja feststellen, dass wir alle Ärsche sind. Und, ja, ich weiß nicht. Der größte Arsch bin, glaube ich, aber. Lädt sie das nicht ein? Hm? Lädt sie das nicht ein, habe ich gesagt. Aber wie gesagt, ich muss jetzt los und. Pass auf. Hoffe, ja. Pass auf dich auf. Und du auch auf dich. Und ja, wir sehen uns ja sowieso. Und du kannst dich auch ruhig melden. Ja. Wenn du einfach so was machen willst. Ich bin morgen auch sicher am Sachen machen. Okay, ich melde mich dann. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Das glaubt sie. Sorry, ich muss lachen, gefindet sich die Situation einfach cringe. Oh. Oh. Oh, ich habe glaube ich nie so harte Situation gespielt. Doch einmal. Pommes Erik. Da geht sie. Deine Pommes Lady. Und jetzt musst du da reingehen, Pommes Erik. Wisch dir nochmal die Tränen aus den Augen, Pommes Erik. Ich glaube, es wird Zeit. Richtig. Setz deine Krone wieder auf und geh rein. Okay. Okay. Ansonsten, er kommt gleich nochmal wieder. Wenn ihr dann noch da seid, dann kann ich ihn ja nochmal darauf hinweisen, dass ihr da seid.
Was haltet ihr eigentlich von Angeln am Freitag? Ja. Ab wann? Ich bin ab 20 Uhr flexibel. Ja gut, dann kann ich mir das auch soweit einrichten vom Trix her. Denkt ja voll nach dem Plan. Perfekto, dann würde ich mal sagen, angeln am Freitag. Nice. Kann ich den Conan noch irgendwie unterbringen mit dem Angelschein bis dahin? Hast du den immer noch nicht? Nein. Okay, wow. Hey, ich hatte ihn gestern? Gestern war das, ne? Ja, gestern, ja. Wäre spontan platzfrei geworden, wo ich daneben stand und das mitgekriegt habe, aber ja. Ich hoffe, er kommt an. Aber ich konnte leider nicht die Arbeit spontan hinwerfen, von daher. War super, war. War eine Gruppe angemeldet, da ist wer ausgefallen. Dann hat sich noch jemand dazu angemeldet, dass die Gruppe wieder voll ist. Im Endeffekt war der, der sich dazu angemeldet hat, dann alleine, weil die anderen alle abgesagt haben. Wie blöd ist das denn? Aber könnt ihr nicht mal Conan einfach alleine diesen Kurs machen, damit er den hat? Den Angelschein. Möchte ich mal mit Freya reden. Also Conan, wir würden auch mitkommen und mitangeln. Und zur Not würde ich mich auch ins Wasser werfen, damit einer ins Wasser gefallen ist. Ja, letztens hat auch eine Dame alleine Angelkurs gemacht, da standen dann auch 5 Ranger neben und haben mitgeangelt. Die Unverschämtheit, dass ich Angelkurs machen will, muss. Seit meinem 4. Lebensjahr habe ich jedes Wochenende fast geangelt. Ich weiß mehr über das Angeln als alle anderen zusammen. Unverschämtheit. Aber wenn er so wie ich gestern gesagt habe, wenn er den Angelkurs macht, dann schaue ich, dass ich dann die ganze Zeit neben stehe. Na, ich warte ja auch nur noch darauf, dass du deinen Schein hast. Dann können wir einen Angelwettbewerb machen und dann gucken wir mal. Kurze Frage, wo gibt es Bambus? Bambus? Wieso brauchst du Bambus? Bei Cypress, wenn du bestellst. Ja, höchstens Bambussprossen. Oder bei YouTube, vielleicht so Bambusmatten irgendwo. Steht nicht bei Genki welche? Das könnte eventuell sein. Also, du müsstest die nur mitnehmen. Ach, du warst doch nie im Genki, Hunter? Nö. Sorry, ich hab gerade gemerkt, ich spreche ein bisschen laut. Danke. Na gut, ich glaube immer ein bisschen näher ran, sonst versteht mich bei dir nicht. Auch alles gut. Ah, okay. Ich kann auch um die Theke rumkommen. Wäre eine Möglichkeit. Ich bin hier, soweit ich das an meinem Fußgelenk sehe, nicht festgekettet. Ja, gut. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr in den Raum stellen und nicht mit so. Dem Fass ist okay, hier um das Fass herum. Das magische Fass. Genau. Das magische Fass. Hunter, ich tausche auch mit dir Platz. Hat der Erik eigentlich schon einen Angelschein? Ich habe noch keinen Angelschein tatsächlich. Wann wirst du denn machen? Wie sind da denn die Termine? Guten Tag. Hallo. 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 So funktioniert das. Ich hab fast gedacht, du ignorierst uns irgendwie. Nee. Beleidigt auf unsere. Bloß verwirrt, gestresst und vielleicht auch ein bisschen genervt. Oh je. Wieso genervt? Gestresst, weil ich die ganze Zeit hin und her fahren muss. Genervt, weil interner. Okay. Was habe ich noch gesagt? Das habe ich schon wieder vergessen. Genervt, gestresst und verwirrt. Ja verwirrt, Dauerzustand. Okay. Oh je. Ah, oh, Mann. Können wir uns eine Pizza hier hinbestellen? So. Oh mein Gott, das ist der. Ich kenne das Design.
Musstest du jetzt das Bus von Zoe löschen, oder was? Ja. Damit der Brillenschatz nicht gleich auffliegt. Ja, nun. Ein bisschen früh für den April-Scherz. Naja, Erik meinte gerade schon, dass Dan jetzt das gerade nur machen kann, weil Katie gerade Urlaub hat und ihm das nicht verbieten kann. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich habe den ja schon vorher gesehen. Ja, der Ding stand auch schon beim Tiki. Der Wagen. Ja. Fällt mir ein, haben wir schon Bilder erhalten? Ich habe nicht wegen Bilder gefragt. Ich gehe mal rauchen. Rauchen? Auch ganz schön viel, muss ich sagen. Und er raucht? Ja, vor allen Dingen raucht er die falschen. Was raucht er denn? Er hätte sich doch auch einfach einen Aschenbecher hier rübernehmen können. Ich denke, er ist höflich. Er raucht Mentholzigaretten. Okay, ja, dann ist er höflich, wenn er rausgeht. Ach. Was soll er mit dem Mentholzigaretten haben? Mein Kollege wollte mir gestern auch eine anbieten. So, nee, danke. Paradies sollte uns zurückschreiben. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, warum du genervt bist. Gerade wegen dem Brust und so wie. Kashi, Angeln am Freitag geht übrigens klar. Let's go. Oh ja, wann ist der nächste Angelkurs-Schein-Ding? Das ist ja quasi... Ich muss mal schauen, ob ich das überhaupt vom Wochenplan her kann. Ja, es sind Leute eingetragen. Der Chef darf mal Urlaub machen, einen Tag. Klingt auch gut. Nee, Erika, guck mal auf Venture bei den Park Rangern. Da steht, was die an Daten brauchen. Kriegst einfach mal deine Daten hin, mit Dings, du willst Angelschein machen, dann kriegst du Termine. Ah, die Park Ranger. Was kann das auf der Info ist? So Info. Ich finde die Park Ranger nicht. Dann Andreas Dick. Ah. Das macht's natürlich leichter. Auf ihrer Venture-Gram-Seite da wo? Die haben das auch gepostet jetzt. Die posten das auch öfter mal. Auf der Venturegram-Seite sehe ich nur das Wildschwein. Nee, bei den normalen Posts quasi. Bei den normalen Posts. Beginnen Sie die Ausbildung zum Ranger? Ja, das nicht. Das ist nicht angeschein. Nein. Werden Sie Teil des SASB? Nein. Habe ich die falschen Ranger? Dann vielleicht Info. Petri Heil. Das klingt besser. Das klingt nach Angeln. Kurse finden immer dienstags und freitags ab 21 Uhr statt. Dieser dauert circa 1,5 Stunden. Der Treffpunkt ist die Ranger-Station. Ja, da muss ich nur einmal rüberschwimmen. Ja, das wäre was, wenn ich da rüberschwimme, ha? Da würdet ihr alle schauen. Aha, könnte sein, ja. Sollten Sie sich als die letzte Gruppe anmelden? Okay. Also Gruppenanmeldung. Dass niemanden verwirrt hat, dass die Zeche nicht als geöffnet drin steht. Ja gut. So, ich komm mal gleich wieder, ich muss mal austreten. Haben Sie offen? Haben Sie nicht offen? Du, bin gleich wieder da. Schauen wir, was wir überfallen in der Zwischenzeit.
noch gedacht, ja, die sind irgendwie Richtung meinem Auto gelaufen. Mhm. Kamen nach einer Weile wieder und haben uns mal mit Rosenblättern beworfen. Mit Rosenblättern? Ja. Mhm. Und haben gesagt, was habt ihr jetzt davon? Und dann sind sie nach oben auf dem Balkon und haben von oben dann wieder runter Rosenblätter geworfen. Ja, also ich meine, ich freue mich für die beiden, dass sie so ihren Spaß haben, aber ist halt ein bisschen komisch. Dann haben sie uns, glaube ich, 15 Post-its vor die Nase gestellt, geklebt von oben. Okay. Und auf jedem einzelnen stand Unverschämtheit. Hä? Ja. Ja. Hat noch seine Taschenlampe rausgeholt und hat versucht, uns zu blenden. Hunter hatte Glück. Der hat seine Sonnenbrille aufgehabt. Ich musste mich umdrehen, weil ich sonst blind geworden wäre. Okay. Und dann sind sie irgendwann wortlos verschwunden und waren weg. Wir haben kein Wort wirklich mit denen geredet gestern. Wortlos waren sie ja nicht weg. Die sind ja extra zu einer weit entfernten Gruppe gegangen und haben Genie Tschüss gesagt. Genau. Nochmal Tschüss gesagt und sind dann weg. Hm. Ja, als wir dann zum Auto gingen, waren da rund um meinem Karakara auch Rosenblätter und vor jedem Reifen stand vorne und hinten eine Wasserflasche. Da haben die da 8 Wasserflaschen vor die Reifen, also vorne und hinten Reifen. Naja, vielleicht haben die ja einen Clown gefrühstückt. Ich hab keine Ahnung. Also, was auch nicht. War schon etwas komisch auf jeden Fall. Ja, also, hört sich seltsam an. Kurios, kurios. Ja, vom Alamonia sind ja auch irgendwie so ganz komisch irgendwie abgehauen. Wer sind vom Alamonia abgehauen? Ja, Conan und Olga. Wieso sind die komisch abgehauen? Hat das Auto gemacht? Nee, sie haben zum Schluss irgendwie so komisch rumgemotzt und hä? Ja, echt? Zuerst hatten sie gesagt, sie sind am Freitag, ich glaube 2 Stunden vor uns ins Bett in den Trailer. Mhm. Haben dann aber am Samstag gesagt, sie konnten nicht schlafen, weil wir so geschnarcht haben. Dabei waren sie 2 Stunden vor uns im Trailer und hatten so geschlafen, als wir reinkamen. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Abzocke für den Preis, den man da bezahlt, und dann kann man nicht schlafen und hin und her. Ja. Moment, den Trailer für uns 4 habe ich bezahlt. Und ich wollte gerade sagen, ihr hattet einen Trailer. Ich meine, ich habe in einem Zelt auf Paletten geschlafen. Ja, ich habe ja nicht mal ein Zelt bekommen. Da fangt's schon an. Du hattest ja auch nur ein Tagesticket, ne? Ja, hat man uns ein Wochenendticket versprochen. Und daraus wurden halt 2 Tagestickets, weil keine Unterkunft mehr verfügbar war. Ja, na, wir hatten noch ein anderes Dilemma, weil wir noch eine dritte Person hatten, dem ein Wochenendticket verkauft wurde. Hinterlegt wurden dann 2 Tagestickets. An dem Abend, als es gekauft wurde, hieß es dann noch, ja, der kommt bei uns mit ins Zelt, also bei uns dann mit im Zelt schlafen. An sich alles fein. Dann gab es aber noch am Tag der Abreise gab es noch ein Dilemma mit dem Schloss, weil er vorher nicht... weil er am Sonntag halt den kompletten Tag im Zelt verbracht hat. Mhm. Und, nee, Quatsch. Wann war Alamonia vorbei? Sonntag. Am Samstag. Und den kompletten Tag im Zelt verbracht hat. Am Sonntagmorgen dann um 8 Uhr noch was aufgestanden ist. Die eine, die er kannte, nicht erreicht hat. Und er stand halt vor dem Zelt. Hat wahrscheinlich geschlafwandelt irgendwie raus. Und ist dann zu Daniels. Und der hat das Schloss... Bolzenschneider aufgemacht und hat ein neues dran gemacht. Das Problem war, die Freundin, die da noch geschlafen hat, ist dann nicht mehr an ihre Sachen gekommen. Oh Mann, und was für ein Theater. Ich wäre tatsächlich erreichbar gewesen, weil ich in dem Moment auf dem Weg zur FFE war. Er hätte mich nur anrufen müssen. Dann hätte ich ihm das Zelt nochmal aufmachen können. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall sind die dann am Samstag Nacht dann auch, sie haben dann auf Sonntag nicht mehr in den Trailer mit bei uns geschlafen. Ach, die sind Samstag schon nach Hause? Dann am Samstag Nacht, ja, und dann kam noch so SMS so quasi, ja, endlich in Freiheit und dann, ja, keine Ahnung, ganz komisch. Das ist, ja,
weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich also weiß, ich wissen wir auch nicht. Da geht's in ja. Halt alles irgendwie seltsam. Ja, es gibt halt Leute, die für, wie soll ich sagen, für Festivals halt nicht so ganz. Ja, ich glaube, das hat ein Festival zu tun, wie gesagt, das gestern war ja auch komisch da im OP oben. Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die irgendein Problem mit mir, mit uns. Aber dann sollen sie bitte reden mit uns, damit wir wissen, was wir eventuell falsch machen oder woran es jetzt gerade liegt. Aber nicht so ein Hin und Her und es nervt momentan einfach nur. Ja, vielleicht sind sie auch deswegen jetzt gegangen, weil wir vom Angeln gequatscht haben und dann wieder das Thema aufkam, Connen und Angelschein, dass das wieder irgendwie Trigger war zum so, es ist spät, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, ich mein... Wie gesagt, ich habe gestern gehört, dass Platz frei wäre und habe direkt an Connen gedacht und habe direkt Connen angerufen, ob er Zeit hat. Ne? Dann wäre er gestern schon mitreingegangen. Mhm. Hätte er nicht gearbeitet. Ne? Ach so, machst du dann auch die Ausbildungen nee, oder wie? Nee. Aber ich hatte gerade eine Schulung mit der Dame, die dann auch den Angelschein, den Kurs abgehalten hätte. Mhm. Deswegen habe ich mitgekriegt, dass Platz frei ist und die meinte noch, ja, jetzt ist der eine alleine, das wäre doof und sage, ich hätte da vielleicht noch jemanden. Ja, warum nicht? Hunter, hast du die Nummer von Jakob? Nee. Okay, weil der muss auch noch seinen Angelschein machen. Okay. Stimmt, hat mal umgestochen, oder? Darf ich ihm deine Nummer geben, dass er sich mal bei dir meldet, wenn auch mal nochmal so Platz ist, frei ist, dass du auch an ihn denken kannst? Ja, aber der soll auch mal die Dings hinschreiben, dann werden die eh kontaktiert wegen. Momentan ist der Ansturm nicht so groß. Hier sage ich ihm so. Sind immer wieder so einzelne Plätze quasi. Kann er dazu schreiben, dass er irgendwie, weiß ich nicht, wie er Zeit hat, dass quasi auch kurzfristig eventuell, wenn es ist, könnte. Jakob war der, der vorher auch hier war, ne? Ja, genau. Der in dem schwarzen Hoodie mit den pinken Muster, glaube ich. Ah. Ja. Ach, ja. Ja. Betty stellt uns den ja jedes Mal aufs Neue vor. Ah, oh, Mann. Ich denke schon, dass ich da jetzt wieder was von Operation Black gelesen habe. Ja, ein bisschen. Hui, draußen für 15 Grad. Wenn überhaupt noch. Das finde ich mutig. Ich dachte mir gerade schon, die hatte eine Hitze beieinander. Ja. Man muss das ja jeder selber wissen. Ja. Hattest du den Post von Zoe nicht gelöscht? Ja, die hat da was korrigiert. Ja, stimmt. Ach, das mit den Naturalien bezahlen. Klang auch ein bisschen falsch. Mhm. Aschi, willst du kein Furia haben? Ich bin bedient. Ich wollte euch der Harry nochmal anrufen. Möchte jemand ein Stanier kaufen? Ein was? Ein Stanier. Wie sieht der dann aus? Ein was? Das ist so ein... Ich weiß nicht, Kashi, beschreib mal, ich kann das nicht. Ein Washington in abgerundet. Ein Washington in abgerundet. Ach, ein Stainer. Ach so. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch noch nie so gehört. Ja, nein. Nee. Nee. Ja, ich habe auch nicht wirklich mit Interesse gerechnet, aber dachte ich, frag mal. Weißt du, was ich mir gern kaufen würde? Einen Chopper. Ich habe noch nie Stainer gehört.
Nee, das ist kein Auto für mich. Er hat ein schickes Rot. Ja, ich glaube nicht, dass die Farbe da was ändert. Naja, interessant, dass es dann sportlicher aussieht. Ah, Katie soll aus dem Urlaub zurückkommen. Ich brauche einen Job. Willst du bei Mr. Glasses anfangen? Ich kann dich einstellen. Ich weiß nicht. Hast du einen LKW-Schein? Ich habe einige Scheine. Ja gut. Lass uns mal schauen, was steht denn da alles drauf auf meinem Führerschein. Nee, da ist nur PKW und Motorrad. Ja, ein LKW ist ja nur ein größerer PKW. Nicht schlecht. Könntest du Busfahrer oder Taxifahrer machen. Wollte gerade sagen, so ein Pommes-Erik als Busfahrer könnte ich mir schon spaßig vorstellen. Deine ganzen Groupies werden permanent im Bus fahren. Ja, genau. Partybus. Permanent laufen die heißen Fritten im Bus. Ja, gut. Das ist... Ich wäre dann wohl der Death-Metal-Bus aus dem Norden. Ganze Zeit. Ja, ich sollte eigentlich sparen. Ich möchte endlich den Flugschein machen. Hast du da nicht irgendwie 50.000 oder so? Nee. Hälfte. Ja. Ist der jetzt bei 25 oder so, ne? Ja, wenn du alle Scheine machst, 25, ja. Also musst, ja, du musst halt Flugzeug und Helikopter extra machen. Aha. Okay. Ja. Aber bin ich gut im Sparen? Ich bin nur mäßig gut im Sparen. Habe ich mir vorhin eine Zebra- und eine Einhornmaske gekauft? Ja, habe ich. Haben die über $500 gekostet? Ja, haben sie. Was? Ich habe mir eine Zebra- und eine Einhornmaske gekauft. Ich frage jetzt mal nicht, wofür. Das willst du auch nicht wissen. Ja, nee, ich will nicht. Gibt schon einen Grund, warum das eine ein Horn hat und das andere nicht. Oha. Autsch. Okay. Muss ich mir sagen, Mann? Nö. Ja, dann ist alles gut. Passiert nichts ohne gegenseitigen Einverständnis. Keine Sorge. Wenn du zu viel getrunken hast, nutze ich das auch nicht aus. Das habe ich... Ja. Ja, weil, ja. Das wäre richtig scheiße. Ja gut, Ja, Candy meinte bei der Polizistin, weil die ziemlich betrunken in den Trailer gegangen ist, ob ich da nicht nachgehen will. Und ich so, nope, definitiv nicht. Nein. Ja gut, nachdem sie ja am nächsten Tag dann doch ein paar Lücken gehabt hat. Ja. Ja. Was mich aber gewundert hat, dass sie dann am nächsten Tag schon im Dienst war, ne? Ich glaube, sie war noch nicht ganz nüchtern. Ja, normalerweise haben die auch 12 Stunden, ja. Ja. Pause machen, wenn sie getrunken haben. Also die hat, wenn es hochkommt, hat die 6 Stunden geschlafen. Ich glaube, jetzt sind sie irgendwann um 6 begegnet. Die hätte nach meiner Meinung Dienst sein dürfen. Ja. Na gut, ich verabschiede mich mal. Ich begebe mich jetzt mal ins Bettchen. Morgen wieder früh raus. Ja, schön. Naja. Grüß dein Bettchen von mir. Alles klar. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Das gelesen vom PD und den Helikopter vom White Hunter. Ich habe das vorhin angefangen, dann hat irgendwer angerufen. Deswegen konnte ich nicht Sende lesen. Dann habe ich es vergessen. Kurzfassung: PD dumm. PD hat mit non-letalen geschossen, auf einen Helikopter geschossen und das Ding ist explodiert. Und PD sagt: Wir sind nicht schuld, es war das BCSO. Das BCSO. Ja, Sheriff. Ach so. Hä? Ja. Das sind 2 Abteilungen. Und warum haben sie auf den Helikopter geschossen? Das ist unbekannt. Weiß keiner so genau. Also sie haben einfach random auf Helikopter geschossen. Stand jetzt? Ja. Und der ist geflogen, oder wie? Das weiß man auch nicht. Okay. Weil die Aussage von Chief fand ich da schon ein bisschen
Ja. Wild? Sie haben zwar Uniform getragen und waren im Dienst, aber das, ja. Wir hatten keine Anweisung dazu, das zu machen, so auf die Art. Ja, wie meintest du gestern Verkehrskontrolle? Erstmal fragen, haben Sie die Anweisung von Ihnen? Haben Sie Anweisung, dass Sie mich kontrollieren müssen dürfen? Ja. Ja, ich hatte heute auch eine Personenkontrolle. Oben bei Masquerade. Weil da irgendwas abgegangen ist und dann haben sie mich halt nach einem Ausweis gefragt, einen Ausweis halt gezeigt und dann haben sie mich nach meiner Telefonnummer gefragt, um den Ausweis abzugleichen. Da war ich etwas skeptisch. Aber er hat dann das Codewort gesagt, das lebe die Pommes. Dann war alles cool. Oh Mann. Ja, er meint irgendwie, er war beim Dikilala-Konzert, er fand das sehr cool und mega, leider ging es beim Alamonia nicht aus. Okay. Ich habe heute mit einer meiner Vorgesetzten gequatscht, wo wir auf Patrouille waren, quasi wegen Alamonia. Also er hat angefangen vom Alamonia und hin und her und ich habe dann natürlich, ja, das und das und das und das. Konzert war sowieso der Hammer und dann ich war ja da auch kurz auf der Bühne und ah, oh, was, ah, ja, ah, Sie sind das im Video und da. Ja, ja, genial und dann hin und her. Ja, gut. Ja. Ja, der ist der volle Fan, dann habe ich den gleich mal angehauen. Wäre das ein Problem, wenn ich wieder in so einem Video mitspielen würde? Nö, von ihm aus gar nicht, nö. Also ich könnte quasi beim nächsten Video wieder aushelfen. Ja, perfekt, perfekt. Ich erkläre das nochmal mit einem Rang über ihn, aber sollte anderen für sich keine Probleme geben. Ja, also. Wäre nur problematisch, wenn ich da irgendwie einen Park Ranger gebe und mit dem dann irgendwie einen Blödsinn mache. Und dann wär's doof. Nee, das ist aber verständlich. Jo. Aber ansonsten ist das gar kein Ding. So, ich würde die letzte Runde ausrufen. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt doch noch was mit Alkohol. Ja, da schließe ich mich, glaube ich, an. Wollt ihr den normalen oder den Special? Den normalen, bitte. Wenn ich gerade meine Geldbörse gucke, den normalen. Okay. Betty, bist du so nett und machst mir noch einmal Pommes Schranke? Naro, ich mache für dich alles. Für mich auch, bitte. Muss man noch mal ganz genau diese Verpackung ansehen für etwaige Bestellungen bei Cypress. Sollte auch noch ein Whisky für dich sein, Erik? Ja, Whisky und Pommes bitte. Okay, Whisky und Pommes, klar, geht los. Ich frage noch kurz hier drüben und dann mache ich das. Ich spring noch mal kurz zum YouTube runter. Kann dir auch was geben. Hm? Ich kann dir auch was geben. Ja, gerade vorher schon vom Brenner zugesteckt bekommen. Mm. Aber jetzt gerade noch 47 Dollar einsteckt. Jetzt bleib stehen. Aber, nee. Bleib stehen, Hunter. Kriegst du Freitag zurück. Das ist jetzt eine weirde Nachricht. Okay. Mm. Von wem? Von meiner Ex. Ich glaube, ich habe euch so ein bisschen die Geschichte erzählt. Ja, wir haben halt, ja. Ja, hau raus. Also wir haben es gerade offiziell beendet. Oh, okay. Und ja, wir haben einfach gemerkt, das Reparieren schaffen wir irgendwie nicht. Weil wir gegenseitig irgendwie das Gefühl haben, dass wir auf Abstand gehen. Und uns irgendwie, also wir haben beide den Eindruck, dass wir uns gegenseitig nichts sehen wollten. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht sehen will, sie das Gefühl, dass ich sie nicht sehen will. Und jetzt habe ich ihr halt noch geschrieben, weil sie halt dann quasi jetzt gegangen ist, dass sie halt doch aufpassen soll und doch noch kurz schreiben soll, weil wir jetzt nicht irgendwie uns komplett bekriegt haben, aber dass sie jetzt sicher zu Hause ist und jetzt kommt ja alles gut. Du auch? Pass auf dich auf, du heiße Fritte. Das ist dafür, dass das eigentlich jetzt aus ist, irgendwie... Ne? Ja, gut. Ja, verstehe ich nicht ganz. Ja, ich weiß, was du meinst, ich wäre da auch...
So, jeweils Pommes und jeweils einmal Whisky. Vielen lieben Dank. Danke. Zahlt ihr das zusammen oder getrennt? Was macht's aus zusammen? Also alles zusammen sonst 62. Ja, geht sich aus. Wir warten. Dankeschön. Bitte schön. Ich danke. Lass mich nicht vergessen, dass ich das am Freitag zurückgebe. Du wirst es. Oder gleich vom oder so. Soll ich mir sicher selber einspeichern, dass ich dich dran erinnere? Ja, könnte ich selber auch machen, ne? Könnte ich so. Da denke ich da nie dran. Die neue STVO ist irgendwie komisch. Wieso, was mit der neuen STVO? Naja. Ohne Fahrerlaubnis fahren ist nur eine Ordnungswidrigkeit. Okay. Okay, ja. Fahren ohne Fahrerlaubnis wird mit 50 bis 250 Dollar bestraft. Und Verletzung der Mitführungspflicht, also wenn du einfach dein Ding nicht dabei hast, kostet 0 bis 80 Dollar. Wenn ich mein Ding nicht dabei habe? Theoretisch kannst du einfach glimpflicher ohne Führerschein davon kommen, als wenn du ihn einfach nur zu Hause vergessen hast. Kommt drauf an, wie der Officer drauf ist, aber theoretisch ist es möglich. Nee, aber wenn du keinen hast, dann das wird ja entweder wahrscheinlich wirst du ihn später nachlegen müssen. Ja, aber Verletzung der Mitführungspflicht 0 bis 80 Dollar und Fahren ohne Fahrerlaubnis ist auch nur 50 bis 250. Und wenn der Officer einen guten Tag hat, dann gibt er dir einfach die Mindeststrafe von 50 Dollar. Stimmt. Ja, und das heißt, dann, dass du ihn später nochmal auslegst. Dran. Wahrscheinlich. Wenn du ihn dann immer noch nicht vorführen kannst, dann gibt es wahrscheinlich danach Probleme. Hast, dann naja, du kannst nur einmal wegen einer Sache bestraft werden. Also, wenn er dich erwischt und er verlangt dann 50 Dollar, kann er nicht nochmal sagen, jetzt nochmal 200 drauf. Ja, das macht natürlich Sinn, aber das wird ja dann wahrscheinlich irgendwo vermerkt und wenn man dann nochmal erwischt wird. Dann wird's teuer, ja. Dann wird es teuer, beziehungsweise ist wahrscheinlich das Problem, wenn man keinen Führerschein hat, dass dann wahrscheinlich das Auto weg ist oder so. Würde ich jetzt mal vermuten. Weil man ist ja dann ohne Führerschein gefahren. Ja, aber wenn das nicht irgendwo vermerkt ist. Bei Wiederholungstaten, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung. Guck das Auto, oder? Wenn das noch geregelt ist. Was kostet ein Führerschein gerade aktuell eigentlich? Einiges. Die Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen sind jetzt nach Geschwindigkeit geregelt, wie viel du drüber bist. Oh, wirklich? 1 bis 10 mph, 0 bis 50, 11 bis 20, 50 bis 250 und ab 21 mph, 250 bis... Hey, das lohnt sich ja, voll mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren. Ey, du machst mich fertig. Können die das jetzt überhaupt richtig schalten müssen? Ja, sonst wird das vermutlich nicht so im Gesetz stehen. Aber quasi dafür muss es dir aber erstmal nachgewiesen werden, davon mal abgesehen. Ja eben, kriegt man da wirklich dann einen Ausdruck oder? Ja, kriegst du. Okay. Ich bin gespannt. Und fahren mit eingeschalteter Unterbodenbeleuchtung ist auch noch eine Ordnungswidrigkeit. Finde ich gut. Okay. Ja gut, wenn hier weiter aufs Telefon gestarrt wird. Nö, das kann man trinken mal, ne? Ja. Lasst es euch schmecken. Dann zum Wohl. Bonjour. Ich hab doch momentan, kann ich das hier nicht irgendwo sehen? Hier mal die Preise vom Führerschein sehen. Die Preise drin. Okay, irgendwo safe. Ohne Führerschein
250 bezahlst, dann kannst du, wenn er 1000 kostet, kannst du viermal ohne Führerschein erwischt werden und bist noch immer günstiger, als wenn du den Führerschein hast. Ja, und wie oft wirst du tatsächlich erwischt? Ja eben, wie oft wirst du überhaupt kontrollieren? Also ich kann gar nichts sagen, wann ich meine letzte Polizeikontrolle hatte. Ja, jetzt, wo offenbar die Checkpoints wieder öfter besetzt sind. Du wurdest heute kontrolliert, hast du gesagt, oder gestern? Oder wer hat da gesagt, dass er kontrolliert wurde am Checkpoint? Ne, am Checkpoint nicht. Erik wurde bei Masquerade. Ah, du wurdest bei Masquerade. Ja, bei Masquerade, aber da brauche ich keinen Führerschein, da brauche ich nur einen Personalausweis. Wir wurden am Montag beim Checkpoint kontrolliert und irgendwer hat, war ich der Meinung, hat noch gesagt, er wurde... Also ich wurde bisher in der Zeit, wie ich hier lebe, einmal kontrolliert. Und da haben sie mich nur aus der Zwecken angehalten. Okay. Weil ich war total verwirrt, hey, warum halten die mich jetzt an? Ich kann nichts falsch gemacht haben. Stoppschild gab es auf der Strecke nicht, das weiß ich, weil es meine Arbeitsstrecke war. Und ich fahre immer 50 oder drunter sogar. Wenn es hochkommt, mal 2-3 Meilen drüber. Ich glaube, ich war nur wirklich einmal, bisher bin ich aufgehalten worden, weil ich zu schnell war. Nur ein einziges Mal. Okay, gut. Okay, sie hätten mich einmal anhalten, hätten sie mich erwischt, hätten sie mich einmal anhalten können, als ich einen Anruf gekriegt habe, dass Kashi bei Venture irgendwie zusammengeklappt ist. Weil da bin ich tatsächlich durch die Stadt gerast. Nee. Aber das ist auch verständlich. Aber das ist auch alles. Ich komme immer noch nicht auf das eine Mal drauf klar, als ich bei Cyprus irgendwie Pakete ausgeliefert habe. Und bin dann halt mit dem Motorrad gefahren, habe am Stoppschild gehalten, habe geguckt, ja, links, rechts, keiner kommt. Fährst du los? Und auf einmal höre ich die Sirene hinter mir, fahre da auf dem Parkplatz. So, wissen Sie, warum wir sie angehalten haben? Nein, ich habe am Stoppschild gehalten. Ja, aber wir mussten wegen Ihnen bremsen. Was? Was? Und ich dann so, okay, ja, sorry, tut mir leid. Und die dann so, ja, haben Sie irgendwie Drogen, Waffen, Sprengstoff dabei? Und ich gucke nur so an mir runter, so. Lederjacke, Motorradkleidung, Motorrad, nein, habe ich nicht, aber ja, Ich habe eine Frage, was definiert ihr als Ordnungswidrigkeit? Ja, das, was im Gesetz steht, das eine ist. Ich würde das nicht selbst... Das steht halt leider nicht drin, ne? Oh, das ist natürlich schlecht. Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Für mich ist eine Ordnungswidrigkeit eigentlich eine Geldbuße. Warum steht denn da, wenn man mit Unterbodenbeleuchtung fährt, dass man... Naja, bis zu 20 Hafteinheiten kriegen kann. Bei 20 Hafteinheiten ist jetzt schon, ne? Das sind Fragen, da fragt man sich, ob gerade ein Anwalt im Raum ist. Hä? Ich sagte, da sind Fragen aufgekommen, da fragt man sich, ob gerade ein Anwalt im Raum ist. Ich sehe Bewegung. Das ist jetzt gerade wirklich praktisch. Was gibt es denn? Jetzt wird's interessant. Jetzt stell mal die Frage. Was ist die Definition einer Ordnungswidrigkeit bei... Ja, in San Andreas, sagen wir es mal so. Was die Definition einer Ordnungswidrigkeit ist? Ja. Die Definition einer Ordnungswidrigkeit ist das, was laut Gesetz nach Ordnungswidrigkeit bestraft wird. Obwohl, steht das? Im Gesetz, im StGB. Gut, dann habe ich es nicht gefunden. Also da steht über jedem Paragraphen und die Ordnungswidrigkeiten sind... Ach so, das sind... ist nach jedem Ding selbst definiert, oder was? Also, naja. Weil ich kenne Ordnungswidrigkeiten als Geldstrafen und nicht als Haftstrafen. Deswegen bin ich verwirrt, wenn da steht Ordnungswidrigkeit und dann da steht, du zahlst Geld und du... Naja, also das. Die Definition hier auf dem Staat nach einer Ordnungswidrigkeit besteht einfach nur darin, dass das halt, sag ich mal, mildere Taten sind, die das PD und BCSO selbstständig abhandeln können und dafür kein Verfahren eröffnet werden muss. Das sind bei zum Beispiel jegliche STVO-Delikte oder, jetzt muss ich selber einmal schauen, die ersten Gesetze, die halt... Also Dinge, die direkt einkassiert werden können, quasi. Genau, so wofür das heißt, kein... bei Hafteinheiten direkt einkasteln ohne... Ja, welche Ordnungswidrigkeiten nach so Behinderung von Beamten, ja. Ordnungswidrigkeit. Die meisten Ordnungswidrigkeiten sind ja auch tatsächlich ohne Hafteinheiten.
Ja. Bei illegale Tuning-Teile aber nicht. Da hat man mit Haft zu rechnen. Ja. Ja, aber okay. Das sind halt Dinge, die schnell abgehandelt werden muss, wofür kein Staatsanwalt oder Richter eingeschaltet werden muss, weil das halt ja in den normalen Fällen direkt Delikte sind, die vor Ort abgehandelt werden können, bei denen man halt auf ja, frischer Tat, sage ich mal, ertappt wird. Okay, also easy snack für die quasi. Verstehen. Ja, halt die Sachen, die schnell abgehandelt werden können, wofür jetzt nicht noch extra eine Akte groß eröffnet werden muss, was sich dann 30 Tage lang zieht, bis es dann zum Gerichtsprozess kommt. Okay, verstehe. Genau, auch und Mörderaufwand für 20 Krafteinheiten oder sowas. Genau aus diesem Grund gibt es ja diese Abgrenzung. So. Was ist und was alles Ordnungswidrigkeiten sind, steht ja im Gesetz direkt benannt. Ja, das steht dann da drunter, okay. Ja, genau. Nee, dann habe ich das System jetzt verstanden. Bei Vergehen und Verbrechen ist halt zwingend ein Verfahren zu eröffnen. Deswegen sind die anders definiert. Okay, jetzt wird dann ein Schuh draus. Okay, jetzt macht das auch alles Sinn. Okay, ich danke. Ja, gar kein Problem. Okay. Die Visitenkarte da lassen. Die Rechnung für die Anwaltsberatung kommt dann. Der macht dann einmal 400. Nun, ja, was soll ich noch dazu sagen? Außer 20 Hafteinheiten, ich kann nicht. Ach, mal schauen, wie lange sie sich Zeit lassen. Gardinen pflanzen, ohne dass sie da jemanden brauchen. Ich würde das wirklich sehen. Das heiße Frittenlogo auf der Pommesbackung. Schwarze Schachtel mit Frittenlogo drauf, oder? Was sagt ihr? Ja, das ist eine gute Idee. Oh, da hast du was Gutes gesagt, Erik. Ich verteile jetzt wirklich Visitenkarten. Ja, siehst du? Dafür bekomme ich bei dir noch weitere Prozente, wenn das länger dauern sollte. Natürlich. So, bitteschön. Habe ich jetzt gerade echt eine Visitenkarte bekommen? Natürlich. Oh mein Gott, halt wirklich. Ja, wir haben die nicht umsonst. So. Dankeschön. Ich glaube, meine Anwältin ist erinnert mir wirklich auf der Insel. Oder hat irgendwer mal was von Agi gehört? Wen? Nee, die ist long gone. Die hat auch das Tattoo-Land verloren und alles, bla bla. Okay. Ja, das habe ich mitgekriegt, ne? Hm? Okay. Ja, gut. Achso, nicht wundern, ich habe vorne die Tür mal zugemacht. Oh, alles klar. Das heißt, du hast den Fluchtweg geschlossen? Nee, ihr könnt hinten aus der Tür raus. Also ihr könnt da raus und ihr könnt da durch und dann noch da durch. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt da irgendwer rein, der den Laden überfallen will und da steht da. Griffst du einen Stuhl aus dem Fenster und springst hinterher. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn er schon da steht, die Tür ist ja noch offen. Ja. Sieht er dich eh und würde dann versuchen, dir hinterher zu laufen. Ja, gut. Und ich gehe davon aus, dass derjenige eine Waffe dabei hat. Da er vorhat, den Laden zu überfallen. Ja gut. Dem ist nichts im Gegenzug. Ja, aber er könnte da rauslaufen und sich dann außen hinter der Tür verstecken. Das stimmt. Das ist korrekt. Und dann kann ich wieder reinlaufen, wo der andere mit der Waffe steht. Das ist vielleicht nicht das Beste. Einfach ruhig bleiben. Und ja gut, also ich meine, bei der Tür ist es noch fieser, weil wenn du Pech hast, versuchen sie durch beide Türen reinzukommen. Da kommen sie in dem Moment nicht rein. Und wenn du dann aber versuchst, da sozusagen, wenn du da jemanden siehst, da rauszulaufen, kann es sein, dass da jemand als Verstärkung steht, aber keiner abhauen kann. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Ja. Ja gut. Wir haben einfach viel zu viele Eingänge. Ich würde trotzdem, wenn die Tür offen wäre, rauslaufen, mich hinter der Tür verstecken, warten, bis er rauskommt. Und den Täter dann die Treppe runterschubst. Das klingt gut. Das ist tatsächlich klug. Ja. Nee, mein Hintergrundgedanke war danach, war dahinter, dass ich euch so langsam rauswerf. Wie dann? Achso, du wirfst jetzt raus. Oh, sorry. Also so langsam, ja. Okay. Die Dame möchte Feierabend machen. Ein wenig. Ist okay. Kann ich verstehen. Will ich auch. Du bist auch, du bist noch nicht Feierabend. Aber keine Sorge, wir sind morgen wieder da. Hast du schon mal jemals gehört, dass ein Rechtsanwalt im Feierabend ist?
Ja, aber du hast keinen Fall gerade, oder? Nee, ist richtig. Den habe ich gerade da am Tisch abgeschlagen. Ach so. Ja, gut. Dann habe ich mir einen Whisky geschlürft und dann habe ich vom anderen Ende des Raums gehört, wenn doch nur ein Anwalt. Optimal zum Flüchten. So. Ich glaube, wir stellen mir heute nach Hause noch diese Pizza Paradiso 9415. Bin gespannt, was das kosten wird. Was? Oh, ich krieg doch gar nichts mit. Heute war spannend auf Venture. Ach, naja, gab's schon schlimmere Tage für Venture. Ja, das. War alles recht harmlos. Jetzt war alles wieder dabei. Von so, Spaß, wir wurden freundlich gebeten zu gehen. Leider keine Pizza dabei. Ah ja. Marschieren wir mal ganz langsam raus. Ja, von der Dame warum in Rot. Warum denn, Betty? Weil ich ganz langsam Feierabend machen möchte. Deswegen gehen wir auch ganz langsam Betty, raus. Ja, ist okay. Ganz langsam. Ne, ist mir ein bisschen zu langsam. Welche Tür war jetzt offen? Außer ihr wollt unbedingt vorne raus. Ich mache euch vorne natürlich die Tür auch wieder auf. Das ist kein Ding. Dann gehen wir gar nicht. Aber im Regelfall stehen immer alle hinten auf dem Parkplatz, deswegen. Langsam. Ja, heute nicht. Heute war vorne schon voll. Du dachtest, ich probier's. Ja gut, ich verabschiede mich mal, das wird jetzt zu cringe. Es liebe die Pommes. Ciao. Mach's gut, Erik. Ciao! Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ja, keine Angst. Oh, ich hab Angst. Da kommt schon der nächste. Uiuiui, da kommen wieder Leute. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Seid ihr morgen Abend unterwegs? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Geh mal davon aus. Ja, gehst davon aus? Okay. Bei den Wolves vorbeikloppen. Ach, da ist morgen was, oder? Open Border, ja. Ah, ja. Ja, wo sind die denn? Im Mirror Park, gegenüber von der Mirror's Edge Tankstelle. Ah. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Da steht groß Wolf drauf, also. Alles klar. Dann. Vielleicht komme ich da morgen dann auch hin. Alles klar. Dann mach's ja. Gut. Gute Nacht. Es lebe die Pommes. Ja. Ciao. Ob wir nochmal danken gehen müssen? Ja. Definitiv.
Ist doch ein Spiritusladen. Ah, wir haben eh Spiritus zu Hause. Ah, ich glaube, morgen Abend wird der Pommes Erik mal was trinken. Heute trinkt er nichts mehr, aber morgen Abend. Riskieren. Wir fahren ohne hoch. Wir riskieren's. Ja, wir schaffen es ohne Danken hoch. Ja, ich glaube, das ist jetzt, keine Ahnung, was zwischen Pommes Erik und Eliza jetzt noch sein wird. Also sie werden aktuell wohl getrennte Wege gehen müssen. Auch wenn mich das OOC richtig sad macht, ja. Das muss man sagen, es ist... Pommes Erik leidet sehr. Also ich weiß nicht, ob er leidet. Wenn es ist halt schwierig. Weil das Ding ist halt, ja, sicher, die Konsequenz, dass ich, dass der Pommes Erik halt ein halbes Jahr weg war, die bleibt halt nicht aus. Dass ich nicht antworten kann, ja, das ist klar. Aber da kann ich halt wirklich nichts dagegen machen. Das ist halt... Ich fühle es halt momentan gerade nicht, muss ich sagen. Es ist schwierig, mich da reinzuspielen. Weil das gleich momentan einfach nicht das Ding ist, das der Pommes Erik machen will oder machen kann. Und Eliza hat sie eben auch weiterentwickelt in den letzten Monaten.
Aber ja. Schwierig, glaube ich, gerade für die beiden. Vor allem, weil... Ja, also der Pommes-Erik hat schon mitbekommen, dass sie halt oft mit dem Jeffrey unterwegs ist. Und... Ja. So eine aufgelassene Tankstelle. Oh, ich werde noch gern. Ich gehe noch schnell danken davon. Und ja, man muss halt schauen. Vielleicht finden sie ja irgendwann wieder zusammen. Also. Ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht, ja. Aber ich glaube, aktuell ist es vielleicht einfach besser, wenn sie. Wenn sie halt, so wie sie sagen, eher befreundet bleiben als alles andere. Ja, ich gehe ja schon danken, hör auf. Okay. Ja. Es ist schwierig, glaube ich, gerade für Pommes, Erik und Eliza. Ich kann es nicht anders sagen. Aber vielleicht ist es momentan das Beste, was den beiden passieren kann. Und wie gesagt, es ist ja nicht ausgeschlossen, dadurch, dass sie vielleicht doch nur in Kontakt bleiben, dass vielleicht doch irgendwann wieder zueinander finden, aber aktuell will der Pommes-Erik vermutlich was anderes als der Eliza. Und also ganz ersichtlich, was der Eliza vom Pommes-Erik will, war es dann doch nicht. Bis sie hat es halt danach immer so ein bisschen so, ich mach dich jetzt eifersüchtig mäßig geklungen und immer Wertschätzung, also dieses einfach dieses eifersüchtig machen. Und da muss ich gestehen, das ist vielleicht das EMOC sehr schwer nur bei solchen Situationen, weil da absolut blockieren anfangen. Aber ja, Pommes-Erik hat es halt auch gerade nicht mehr gefühlt, ich meine, abgesehen davon, dass er quasi schon am Wochenende mit anderen Leuten was gehabt hat. Also. Er lebt es ja momentan ein bisschen. Und das möchte ihn, muss ich sagen, das möchte ihn Pommes-Erik ein bisschen leben lassen gerade. Dass er da nicht in einer festen Beziehung aktuell ist und ein bisschen wild und ja. Einfach ein bisschen umtriebig sein kann. Ich glaube, umtriebig. Umtriebig ist ein schönes Wort. Was die Zukunft für ihn bringt, das werden wir sehen. Auf alle Fälle wieder Konzerte spielen. Das ist das Ding. Pommes-Erik spielt Konzerte. Das schaut einfach so doof aus. Sorry.
Das Künstlerkleid wird immer abgedrehter. Willst du wissen, wo im Pommes Erik See in Zukunft? Zeige ich euch. Ich zeige euch, wo der Pommes Erik für mich in Zukunft steht. Also, ganz klar ist er ja, was er halt so ist. Er ist halt ganz normal. Also, er tritt halt auf und das sind seine Dinge. Im Übrigen, da liegt noch Koks und ein Joint. Warum sind die Schuhe nicht weg? Ja, gut. Ich glaube, dass er jemand ist, der irgendwann sehr ausflippt. Genau das ist das, wo ich einen Pommes Erik sehe. So sein heimlicher, irgendwann so sein heimliches Ding. Und irgendwann gründet man auch die Sekte. Das kommt schon noch. Irgendwann kommt man schon noch zu seiner Pommes-Sekte. Braucht er dann noch ein paar Anwälte drin, ein paar Polizisten drin. Aber irgendwann kommt der Pommes Erik zu seiner Pommes-Sekte. Kann man es irgendwie drehen, dass man... Mit allein Koks und dem und einem Joint am Tisch. Genauso. Warte, ich muss einen Screenshot machen. Dieses Bild einfach. Genau das fühle ich hart. Oh weh. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, wir werden auf alle Fälle noch einige Abenteuer mit dem Pommes Erik erleben und ich glaube, wir werden auch noch einige Abenteuer mit Pommes Erik und Eliza erleben. An dem kommen wir, glaube ich, nicht ganz vorbei. So, habe ich es richtig geschrieben, ich hoffe. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schicke euch noch schnell rüber zu Mary, falls noch wer zusieht. Und macht's das gut und nicht vergessen, es lebe. Die Form ist einfach so durch. Tschüss, Baba. Bis demnächst.